Ja, hallo und herzlich willkommen zum Nachkommentieren einer phänomenalen Doku von Super Mario 74 Extreme Edition. Wir wollen nun genau auf das genaueste Detail des Spiels eingehen, wie doch jetzt Sachen doch getan werden und was dumm war und was eventuell doch auf unmögliche Weise intelligent war. Mit mir hier ein sehr intelligenter Mann, der Buffel Stormbreaker. Ganz genau, das bin ich. Mich sollte man ganz vielleicht kennen. Und ich habe dem Rufen, ich habe mich bereit erklärt, dem Rufen dabei zu helfen, diesen spektakulären, laut sich selber jedenfalls, Part nachzukommentieren. Wieso auch immer. Wir haben hier jetzt ein wundervolles Videomaterial, in dem wir den Mario und Chuckias und Wender und Treibsand beobachten können, wie sie miteinander harmonieren und Tode verursachen. Ich bin mir sicher, dass einige spektakuläre Momente zu sehen sein werden. Wieso diese Folge nun so gemacht wird, ist einfach, weil die Tonspur verschwand, auf ominöse Weise, die man sich nicht erklären kann. Tonspuren verschwinden nun mal gerne, Rufen. Das solltest du als Physikprofessor doch wissen. Na klar. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann
Da das hier das dreistellige Sternen-Special ist, erklären wir das Ganze jetzt auf phänomenale Art und stellen uns auch noch vor. Ich bin der Sirrufen 1003, wie man ihn von YouTube kennt, eventuell auch noch als Master 1003. Und ich habe mein Fachwissen auf das Gebiet des Erdkundes gelegt, der Physik und der Mathematik und kann Ihnen somit genauestens erklären, wie Winkel hier aussehen müssen, damit Sie Erfolg erzielen. Und ja, ich bin der Stormbrecher TV oder auch Sturmbrecher Fernseher oder auch Buffels. Mich kennen vielleicht einige Menschen, weil ich schon öfters bei diesem ominösen Herren dabei war und ihn schon oft begleitet habe. Ich bin Verkäufer im Nettomarkt. Eine wunderschöne Sache. Tue da Dinge. Ich weiß. Erzähl uns doch etwas mehr über Ihren Job beim Nettomarkt und dem TF Outpost. Dieses Wissen im Nettomarkt werde ich verwenden, um diesen Part phänomenal nachzukommentieren und ihn so informativ wie möglich zu gestalten. Ja gut, dann sollten wir auch langsam auf die Ereignisse in dieses Videos hier eingehen und zum Beispiel erläutern, dass gerade eben ein Wandsprung vollzogen wurde. Es passieren spektakuläre Dinge. Der Spieler sammelt einige rote Münzen, wieso auch immer. Diese roten Münzen werden wahrscheinlich im Nachhinein dazu helfen, dass ein Stern ergattert werden kann, wobei dieser rote Münzstern schon bereits geholt worden sein soll und dann Cheatereien, Wallhacks. Da hat der Spieler ein Geheimnis entdeckt. Also für mich sah das mehr nach Noclip aus, aber okay. Nein, das war ganz klein Geheimnis. Das war ein Geheimnis, Sir. Wir nähern uns schon der dreistelligen Zahl. Seid ihr alle auch schon ganz gespannt, wie diese Zahl erreicht werden wird? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja klar, doch. Wie kann man darauf nicht gespannt sein? Ich weiß es definitiv nicht. Ich bin mir nicht sicher, denn ich weiß nur leider wirklich nichts, überhaupt gar nichts über dieses Spiel. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wo ein Stern zu finden ist. Ein Stern findet sich normalerweise immer dort, je nachdem, wo man halt welches Spiel man gerade hat, also welchen Hack, eben an einem total asozialen Ort, wie zum Beispiel einer Wand, die meilenweit vom Startpunkt weg ist, oder eben am Startpunkt, wenn es ein freundlicher Hack ist. Aktuell versucht sich der Spieler jedoch, wieder in seine Wand hereinzuklitschen. Oder sowas, oder? Macht er das? Ich glaube eher, der Spieler wollte hier eine Wand erklimmen, die aber viel zu hoch ist. Da müsste man, ich glaube, 10 4 Wandsprünge aneinander hinbekommen. Das geht aber nicht. Dafür ist der Spieler schlichtweg zu ungeeignet. Nein, er ist dumm. Er versteht das nicht, dass es nicht funktioniert. Er ist zu ungeeignet, Rufen. Das ist die phänomenale Ausdrucksweise von mir. Ungeeignet klingt besser als schlecht. Also er ist inkompetent, würde ich doch sagen. Inkompetent klingt auch sehr plausibel. Das ist sehr schön, dass es plausibel klingt. Wollen wir uns doch etwas... Wollen wir doch etwas das Ganze hier etwas mathematischer gestalten? Was halten Sie von dem Winkel, der nun angenommen wird? Über Winkel kann ich nicht wirklich sehr viel erzählen, denn ich habe schon lange die Schule verlassen und diene nur einzig und allein den Käufern in dem Nettomarkt. Was ist denn da passiert? Also da gerade eben hat das phänomenale Prinzip des Mario 64 schlechten Coding eingesetzt, das von Nintendo kreiert worden ist. Erklären Sie mir das mit purer Mathematik. Vielleicht wird auch so mein Gedächtnis wieder zum Leben erwacht. Und ich, meine Mathematik-Kenntnisse kehren wieder. Also im Grunde ist das Ganze relativ einfach. Das Spiel überprüft immer, ob Mario, während er auf dem Boden steht, auch wirklich auf dem Boden steht. Wenn dem nicht der Fall ist und einen Chucky wegwirft, wird irgendwie falsch geprüft durch Einsen und Nullen und was weiß ich. Und dann irgendwie durch das schreckliche Coding von Nintendo, weil man irgendwie keine Null und keine Eins erkennen kann, ist Mario dann tot und im Treibsand. Welch grauenhafte Geschehnisse du hier genau protokollierst, das ist einfach grauenhaft. Ich könnte genau ins Detail gehen, aber ich würde Leute nur verwirren. Das wollen wir echt nicht hören. Nee, wirklich nicht. Das ist du weißt doch, du hast doch einige Jungspunden unter deinen Zuschauern. Ja, die verstehen das wahrscheinlich sowieso nicht. Gleich kommen wir an eine Stelle, in der der Spieler nun stundenlang versuchen wird, Blöcke zu überqueren, aber es nicht schaffen wird und scheitern wird. Das habe ich, der Buffels, schon einmal irgendwo gesehen. Ich bin mir nicht sicher wo, doch ich kenne das irgendwoher. Das ist aber wirklich tragisch. Erzählen Sie uns über diesen Phänomen. Wie fühlten Sie sich dabei? Ich fühlte mich schrecklich. Ich fühlte mich so hilflos. Ich musste einem schrecklichen Spieler dabei zusehen, wie er verzweifelt versucht, diese Blöcke zu durchqueren. Mit Tränen in den Augen und blutenden Armen. Doch er schafft das einfach nicht. Blutenden Armen? Wie kam es zu diesen Armen? Hat er sich geritzt? Wollte er sterben? Ganz genau das meine ich. Der Spieler wurde durch dieses Spiel so frustriert, dass er sich mit einer Schere den Arm aufschlitzte und dann Sachen tat, oh nein, die ich hier nicht beschreiben möchte. Das ist aber total schrecklich. Ich weiß. Aber
Wie könnte. Dazu ist dieses Spiel doch da. Wie könnte ein Mensch so etwas Schreckliches nur tun? Ich weiß es nicht. Ich halte es auch für unbegreiflich. Doch dieses Spiel ist wahrscheinlich einfach vom Teufel besessen. Denn ich, als strenggläubiger Christ, glaube natürlich an den Teufel und auch an Jesus. Ja, aber wieso kann man dann sich selbst umbringen? Ich meine, ein gläubiger Mensch würde sich doch nie umbringen. Wir haben das Leben von Gott geschenkt bekommen. Was verstehen Sie darunter? Aber denken Sie, dass der Mensch einfach ungläubig ist? Ganz genau, genau das ist es. Das ist die einfachste Erklärung. Dieser Mensch, der Spieler, ist schon so durch diese brutalen Killerspiele, die er hier gerade zeigt, verstört, dass er es einfach nicht mehr aushalten kann und auch vollkommen die Gebote Gottes aus den Augen verliert. Ach so, also meine Theorie würde sich andere Götter vorstellen? Nein, er stellt sich gar nichts vor. Er denkt, er wäre im Leben auf sich allein gestellt und er würde von allen allein gelassen werden. Das führt dann dazu, dass er denkt, sein Leben sei wertlos. Verstehe, verstehe. Können Sie weitere darauf eingehen oder wissen Sie nicht mehr über dieses wunderschöne Thema? Natürlich würde ich gerne weiter darauf eingehen, doch ich halte es nicht für sehr wertvoll, dieses Thema weiter zu behandeln. Wir sollten uns lieber den aktuellen Geschehnissen hier zuwenden, denn gerade eben wird der Spieler seine Aggression an Mario los, der ihn einfach immer wieder gegen eine Wand rutschen lässt. Also ich glaube ja eher, dass grauenhaft. Ich denke eher, dass das hier ein gut bearbeitetes GIF ist, das einfach nur wieder und wieder wiederholt wird. Oh, das wäre dann natürlich auch plausibel. Aber wow. Ich weiß nicht, ob wir das so als Argumentation hier hinnehmen können. Ja, ganz genau. Denn wir sollten immer daran denken, die Illuminaten haben mit allem zu tun. Wir sollten einmal recherchieren. Der Spieler hat aktuell 8 Münzen und 99 Sterne. Und wenn wir 8 mal 99 rechnen, geteilt durch seine Leben, dann ergibt das die Zahl 31,68. Und wenn wir nun die 31,68 anschauen, merken wir, dass es die IP-Adresse aus Amerika ist. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Wäre schön, wenn daraus ein 9 geworden wäre, aber ja. Nein, niemals. Es war eine normale amerikanische IP-Adresse. Das lässt wiederum darauf schließen, dass der Spieler aus Amerika ist, weswegen er höchstwahrscheinlich an viel zu viel Körperfett leidet. Und das, hallo. Ja, hallo. Hallo. Wir sehen, die Illuminaten und Amerika und 31,68 haben mit allem zu tun. Also stehen sie in einer perfekt ablaufenden Symbiose, die wunderbar läuft? Exakt. Wir könnten natürlich auch zählen, wie oft der Spieler hier den Safe State lädt, um Mario zu verletzen. Und diese Zahl nochmal minus rechnen mit der Zahl, die wir soeben errechnet haben. Vielleicht eröffnen sich uns damit neue Gegebenheiten. Ja, ich glaube, diese Aufgabe können wir dann doch den Wissbegierigen überlassen, die diese Dokumentation anschauen werden. Genau. Denn wir wollen ja auch unsere Zuschauer, unsere Fans in unsere Dokumentation einbeziehen. Genau. Ich wollte was sagen. Ich wollte irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis hierzu nur abgeben. Ich erinnere mich nur gerade nicht mehr daran, was es war. Ihre wissenschaftliche Erkenntnis müsste eng mit den vorhandenen Winkeln im Spiel zusammenhängen. Nicht wahr? Ich glaube, dass dieser Winkel durch die Münzenanzahl doch abhängig ist, dass die Münzenanzahl doch zu gering ist, als dass der Winkel stimmen könnte. Jedoch ist es eine Vermutung, die nicht so belegt werden kann. Dafür müsste man jahrelange Tests durchführen, die dann von der PISA-Studie belegt werden müssen. Das klingt unfassbar plausibel. Ich finde es außerdem erschreckend, wie immer wieder, wenn der Safe State geladen wird, Marios Gesicht förmlich in Flammen aufgeht. Schauen Sie sich das an, rechts unten. Marios Gesicht geht in Flammen auf. Oh ja, ich sehe es, aber das sind Münzen. Die rote Münzen. Nein, es ist garantiert nicht. Es wird nur falsch dargestellt. Ach so. Du interpretierst es einfach falsch. Verstehe, verstehe. Also muss wir jetzt nicht nur mit unserem Auge sehen, sondern auch mit unserem Geist. Ganz genau. Unser Geist muss sich in diesen Körper, der da sichtbar ist und die Kamera hält, hineinversetzen. Also gut, da wir das Ganze jetzt mathematisch doch gut genug durchleuchtet haben und somit erkennen haben, dass die Illuminaten und die Amerika hier viel mit zu tun haben, sollten wir uns vielleicht auch an symbolische Darstellungen wagen, wie zum Beispiel die ganzen schwarzen Striche in der Wand. Oh, allerlei schwarze Striche. Ich bemerke sie jetzt erst. Sie scheinen immer in einem bestimmten Abstand zu stehen.
worauf wieder Mathematik schließen lassen würde, aber davon wollen wir dann doch jetzt nicht reden. Ganz genau. Doch auch die rechte Wand birgt einige Geheimnisse, wie zum Beispiel eine plötzliche Einkerbung, in die Mario eigentlich hineinlaufen könnte. Aber er ist leider nicht clever. Wie wir da unten sehen. Er ist leider nicht clever gekauft und kann sich nicht an solchen Dingen festhalten. Und wir sollten uns auch diese Blöcke verinnerlichen, denn diese Blöcke haben die Farbe von Käsebällchen. Wirklich? Jedenfalls, wenn sie einige Tage in einem Toaster liegen gelassen worden sind. Okay, verstehe. Ja. Aber gerade eben haben Sie doch gesehen, da war eine Veränderung des Spielablaufs. Gerade eben wurde ein Wandsprung an der linken Wand durchgeführt. Das ist einfach mystisch. Der Spieler scheint sich langsam zu besinnen. Langsam scheint er den Zustand seines Spieles zu begreifen und wird andere Techniken herausfinden. Exakt. Er begreift, was er tun muss, um den Sieg zu erlangen. Insofern sehen wir hier einen stetigen Lernprozess, der doch langsam abläuft und auf die geringe Intelligenz des Individuums, das hier gerade spielt, aufweist. Oh nein, der Spieler ist immer wieder so knapp vom Ziel. Stellen Sie sich vor, wie schlimm es sein muss, wenn Sie immer wieder vom Ziel abrutschen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das scheint eine tragische Geschichte zu sein, die sich hier gerade abspielt. Es muss einfach wehtun. Es tut einfach grauenhaft viel weh. Es würde erklären, warum sich dieser Mensch dann doch zu dem Weg des Satans beruft und sich ritzt und alte, ominöse Ritual? Oh nein, sie meinte doch nicht etwa die Rituale mit Schweineblut oder Gumba-Blut. Genau so etwas meinte ich. Grauenhaft. Auf dunkle Messen. Ohne Päpste. Oh Gott. Oh nein. Mann, das ist einfach so dramatisch, was dieser Spieler hier versucht. Er rutscht immer wieder erst an dem einen Block ab, dann springt er manchmal auf den anderen. Aber immer endet er tragisch in dieser Tiefe. Er schafft es einfach nicht. Gerade eben war er einen Zentimeter von dem Ziel entfernt. Was eine Schande. Ich bin mir sicher, dass andere Spieler es in einem einzigen Versuch schaffen könnten, wenn sie nur genug an Gott glauben. Definitiv ist dies möglich. Ich meine, es gibt Leute, die schaffen, dieses Spiel durchzuspielen. Und das wahrscheinlich auch so, ohne allzu viele Safe States, wie dieser Spieler es tut. Doch auch dieser Spieler hat es geschafft. Und während er so oft Safe States geladen hat, hat sich der Stern rot verfärbt. Und jetzt kann sich der Spieler freuen, dass er endlich eine dreistellige Zahl erreicht hat. Eine dreistellige Zahl könnte auch wieder einiges bedeuten, worauf wir jetzt aber nicht eingehen möchten. Denn wie gesagt, unsere Zuschauer stehen bei uns an erster Stelle. Wir wecken das Interesse und unsere Zuschauer forschen nach. Wir haben hier jetzt auch eine ganz dunkle Umgebung mit weißen Böden und auch schwarzer Materie. Auf was wird das wohl hinweisen? Der Spieler scheint hiermit Halluzinationen bekommen, die vorher noch so schön aussehende Gegend. Sie wurde einfach zu einem traurigen Platz des Horrors. Sie haben nebenbei jetzt einen Bildwechsel, einen Schauwechsel, der irgendwie durch Magie entstanden ist. Schauen Sie sich's an. Es sind immer mehr Halluzinationen. Mario scheint zu träumen. Es ist einfach grauenhaft, was sich hier gerade abspielt. Ich würde allen empfehlen, die nicht volljährig sind, jetzt abzuschalten, denn eventuell könnte das in einem Traum enden. Sie sollten einen wahrlichen Sicherheitshinweis, also Sie sollten diese CD, diese Kassette, die wir hier verkaufen bei eBay, sollten Sie wirklich nur ab 18 und bei Selbstabholung verkaufen, denn das, was hier gezeigt wird, ist echt grausames Bildmaterial. Hier könnten sogar Blut laufen und es könnte eventuell sogar Köpfe von Menschen herabfallen. Einfach so. Hier sieht man auch wieder, dass das Spiel nicht sehr jung ist, denn in diesem alten Alter gab es noch keine ÖS. Deshalb mussten die Programmierer dieses Spiels auf OEs oder UEs zurückgreifen, was bestimmt auch wieder zu einer mathematischen Rechnung führen kann. Denken Sie mal nach, was könnte man dazu sagen? Nun, das Ü und das Ö haben einen bestimmten ASCII-Code, der eine Zahl enthält. Und somit könnte man aus dieser Zahl, wenn man diese addiert, von Ä und Ö und Ü, könnte man vielleicht eine wichtige Zahl erschließen. Oh, mystisch. Doch wo ist er nun gelandet? Er wäre fast dem Traum entkommen. Es erschien sogar ein Stern. Doch nein, wir mussten er entkommt diesen Traum nicht. Dieser Traum ist wie die Hölle. Mit ein paar Armen, die den Typen da festhalten.
Anscheinend haben wir hier sogar mit, hier wurde sogar Lichttechnik angewendet, indem der Boden schwärzer gemacht worden ist, um dann doch Schattenverhältnisse darzustellen. Diese Sonnenschirme sollen wahrscheinlich ein Gefängnis darstellen, denn die Spielentwickler hoffen, dass der Spieler die Dunkelheit, den Hass liebt und sich deswegen unter dem Sonnenschirm verkriecht und da verrottet. Und hier sind auch verstörende Inhalte zu sehen, wie diese komisch pigmentierten Türen, die wahrscheinlich Epilepsie hervorrufen sollen, bei demjenigen, der die Tür betrachtet. Oh nein, das ist einfach grauenhaft. Eine Venenosphäre. Die Schilder erzählen etwas über eine Venenosphäre. Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Es könnte sich um ein tragisches Trauerland halten, dem Leute sterben. Interessant ist natürlich, dass der Spieler genug Sterne für einige Türen hätte, aber dennoch nicht da herein möchte. Wahrscheinlich könnte hinter diesen Türen sogar etwas Gutes sein. Zum Beispiel Gott oder Jesus. Er kann insgesamt in alle Türen bis auf zwei Stück momentan. Doch leider entflieht er eben diesen Türen, weil er die göttliche Kraft spürt und er sich mittlerweile so von Gott abgewandt hat, dass er nicht realisiert, dass Gott ihm nur helfen möchte. Dies ist ein wahrer Albtraum, aus dem man nicht mehr entkommen kann. Es ist einfach schrecklich. Und was heißt dieses komische Zeichen da am Boden? Es hat die Form einer CD, aber es ist riesig. Ich habe leider wirklich keine Ahnung. Und nun sollten wir am besten ein Fazit herausziehen, denn wir haben nur noch 17 Sekunden Sendezeit. 17 Sekunden Sendezeit. Okay, halten also, Sie schnell. Ziehen Sie ein Fazit schnell. Also, dieses Spiel ist wirklich traumatisch und grauenhaft und schlimm. Für mich als Nettoverkäufer unglaublich schrecklich. Und schnell, mach was. Ja, tschüss und so. Nee, warte, nein, tschüss. Was, hä? Jetzt beginnst du von vorne wieder. Ach, echt? Also bei die, egal, ziehen wir ein Fazit, ich meine, da war später Schwarzbilder. Alles klar. Also, mein Fazit zu diesem Spiel ist, es ist einfach ein grauenhaftes Spiel, welches Albträume hervorrufen könnte, Menschen verstören könnte und nur Leute, die wirklich an Gott glauben und Gott vertrauen, sollten dieses Spiel spielen. Was man aber auch vielleicht noch darin interpretieren könnte, dass es ein psychologisches Meisterwerk ist, das versucht, auf die dunklen Gedankenwege eines Menschen einzugehen und somit auch versucht, die schlechten Menschen, die den dunklen Pfad abgewandt sind, nun doch auf den lichten Pfad wieder zu bewegen, indem sie dieses Spiel spielen und dann die dunkle Seite besiegen. Genau, nur wahre, gläubige Menschen können dieses Spiel ohne bleibende Schäden überleben oder überstehen. Und da wir nun dieses fantastische Bildmaterial nun im Grunde überhaupt nicht beachtet haben, beenden wir unsere Dokumentation des dreistelligen Special nun hiermit. Ich hoffe, Ihnen hat es nicht ausgemacht, dass wir dann doch kein Tonmaterial hier hatten. Ja, ganz genau. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Sie werden im Hintergrund und einfach irgendwelche Tierdokumentationsmusik hören. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Alles klar. Insofern verabschiede ich mich nun hiermit und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und empfehle Ihnen, falls Sie den dunklen Pfad abgewandert worden sind, spielt dieses Spiel, besiegen Sie die dunkle Seite und entkommen Sie diesem dunklen Alltag. Oder wie unkeusche Menschen sagen würden, Arrivederci, Leute. Bis bald.